Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde heute könnte man auch als Theater bezeichnen. Kein großes Theater, aber ausnahmsweise sind die Zuschauerränge recht deutlich gefüllt. Die heutige Aktuelle Stunde soll, so wohl der fromme Wunsch der SPD-Landtagsfraktion, dazu genutzt werden, den Bildungs- und Kultusminister Brotkorb aus seinem bildungspolitischen Desaster herauszuholen und ihn als Macher darstellen zu können. Doch die Wirklichkeit stellt die derzeitige Lage hier im Land im Bildungs- und Kulturpolitikbereich gänzlich anders dar. Wie ideenlos das Bildungs- und Kultusministerium ist, wird schon dadurch deutlich, dass jetzt aus 9 Modellen, die natürlich durch Dritte entworfen worden sind, der richtige Weg für Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der Orchester- und Theaterlandschaft gefunden werden soll. Und Herr Brotkorb sollte den Bürgern im Land mal sagen, was dieses Konzept, der Entwurf der Modelle gekostet hat. Diese Aufgabe hätte das Ministerium alleine bewerkstelligen können. Das Hauptproblem liegt doch ganz woanders. Die Kulturschaffenden im Land, aber auch die Kulturpolitik haben sich weitgehend vom normalen Volk entfremdet. Hauptaufgabe der Kulturpolitik muss es aus Sicht der NPD-Fraktion sein, den Bürgern in unserem Land Kunst und Kultur und vor allem auch die eigene Kultur und die eigene Identität näher zu bringen. Das ist Aufgabe der Kulturpolitik. Seit Jahrzehnten hat die Kunstszene und die Kulturpolitik mit diesem Grundverständnis nicht mehr viel gemein. Stattdessen werden sehr häufig traditionelle Stücke, Frau Dr. Seemann, hören Sie doch erstmal zu, stattdessen werden sehr häufig traditionelle Stücke derart verfremdet, dass sich die Bürger in der Masse hierfür nicht interessieren. Stattdessen wenden sich viele Bürger angesichts dieser Auswüchse von Kunst und Kultur angewidert ab. Das ist die Realität hier im Land. Und es gab eine Studie, die einen Vergleich zwischen Nordwestdeutschland gemacht hat, dem Großraum Oldenburg, und die Theater- und Orchesterlandschaft hier. Und da wird ganz deutlich sichtbar, dass hier im Land das Interesse der Zuschauer erheblich geringer ist als im Nordwesten der Bundesrepublik. Viele Kulturschaffenden führen in unserem Land ein derartiges Eigenleben, dass sie sich nicht mehr um die Interessen des Volkes, aber auch vieler ausländischer Gäste kümmern. Sie wurden ja bislang sehr großzügig aus dem Steuertopf gefördert, im Gegensatz zu vielen anderen Freiberuflern und Selbstständigen. Doch generell werden die Finanzmittel in Deutschland und somit auch in Mecklenburg-Vorpommern geringer. Irgendwo müssen ja auch die Riesensummen, die sinnlos ins Ausland zugunsten von Banken, Pleitestaaten und überstaatlichen Interessen verschwendet werden, ja wieder eingespart werden. Und die Solidarpaktmittel gehen bekanntermaßen ja auch stark zurück. Und dann ist das Geschrei in diesem Land immer häufig sehr groß. In diesem Zusammenhang ist es immer wieder belustigend, mit anzuhören, wie dann stets und ständig die NPD als Druckmittel herhalten muss. Da beschwören Rechtsanwälte und Richter in lautem Chor die Landesregierung, ja, keine Amtsgerichte zu schließen, weil die Nationalen sonst in die Lücke stoßen könnten. Ebenso ist es mit den Theatern und Orchestern hier im Land. Schließt um Himmels Willen keinen Standort und stockt nach Jahren der Zuschussdeckelung die Mittel auf, wird laut im Chor gejammert. Sonst bieten wir den bösen Rechten neue Angriffspunkte. Auch seien Theater und Orchester wichtig im Kampf für die Demokratie, wobei ihre Demokratie nichts anderes als eine Bonzokratie ist und gegen den sogenannten bösen Rechtsextremismus. Eine kleine Abfuhr erhielten sie ja auch in diesem Hause hinsichtlich bereits vom Bildungsminister Brotkorb. Für den Erhalt der Theater- und Orchesterstrukturen zitierte ihn Frau Uhland, Initiatorin der Volksinitiative, Zitat, ich komme zum Schluss, der Kultusminister ging in einem Interview bei NDR Kulturklassik à la carte sogar so weit zu behaupten, Orchester seien nicht dafür da, den Rechtsextremismus zu bekämpfen, sondern sie sollten schöne Konzerte spielen. Das lässt sich fraglos unterschreiben. Dankeschön.